Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir haben hier gerade die Powerbank ausgepackt. Dann können wir jetzt die Servicekarten und so können wir wieder wegpacken. Die brauchen wir jetzt nicht. Dann packen wir hier alles wieder schön ein. Den USB-Kabel habe ich mir draußen lassen, weil den brauche ich nachher, um die Powerbank mit Energie zu versorgen. Da gucken wir uns auch gleich mal an, wie lang das Ding ist. Ich denke mal, wird nicht, ja, sag ich ja, ist nicht wirklich lang, aber zum, ja, für an PC und dann unten hinlegen oder an der Seite irgendwo hinlegen, relativ nah vom PC, vom Laptop, um Strom drauf zu kriegen, reicht es aus. Und wir haben halt hier das Gimmick, das war da halt das Logo. So rum. Das Logo noch drauf haben. Und ich mag ja so kleine Gimmicks. So, dann haben wir hier die Powerbank an sich. Die ganze Powerbank ist so gummiert. Ja? Also hier haben wir vorne praktisch das Logo der Firma. Dann haben wir hier unten nur diese drei, vier Punkte. Ich denke mal, das wird Licht dann später sein oder Entgasungslöcher. Ich weiß es nicht, für die Akkus, die hier drin sind. Ja. Hier hinten steht dann noch FC und CE und 6000 mAh Made in China. Na, mal gucken. Und aber das ist alles so, so gummiert. Also außer jetzt hier der Kabel, der ist Plastik. Ja, dann haben wir hier unten 5 Volt. 2 Ampere und hier haben wir nochmal 5 Volt, 1 Ampere. Also für E-Zigaretten auch gut geeignet. Haben wir 1 und 2 Ampere. Und hier haben wir den In. Da kommt dann der Stromkabel logischerweise ran, wenn wir mit Strom versorgen wollen. Und dann haben wir hier nochmal ein Kabel, den können wir jetzt hier abmachen. Da können wir irgendein USB-Gerät betreiben. Geht das ab? Ne, geht nicht ab. Können wir hier wieder reinstecken. Schön verstauen. Hier haben wir dann noch den nächsten. Hier haben wir so einen kleinen. Seht ihr das? Ja, das seht ihr halbwegs. Aber ich finde gut, dass es schön verstaut ist und dann ist es weg. Ja, mal gucken. So, jetzt machen wir das Ding erstmal an. Wir haben nämlich hier einen Powerknopf. Den drücke ich jetzt mal. Ach, da leuchtet es da unten grün. So, und dann werden wir uns jetzt hier einfach mal 2 Ampere nehmen. So. Geht das überhaupt? Geht weiterhin? Okay. Und dann schließen wir das hier einfach mal an. Und ich habe eine Anzeige. Es wird die laden, definitiv wird die laden. Ah, seht ihr. Aber ich mache mal so. Ich habe auch hier schon wieder Hardware und Hardware-Check-in eben gemacht, weil was wollen wir bei Hardware großartig jetzt, nur weil es gummiert ist, werden 2 Minuten, das ist doof. Deswegen mache ich hier wieder Hardware-Check und dann da ist alles Hardware und so. Nicht, dass euch wundert. Aber hört mal hier. Ich hoffe, die Cam, die fängt das auf. Jetzt mal das Mikrofon direkt da dran, falls es zu leise ist, dass ihr es nicht mitkriegt.
Jetzt macht es ein Pulsen, das Geräusch. Jetzt piept es die ganze Zeit ununterbrochen. Nervig. Und jetzt. Jetzt ist Ruhe. Piept. Durchgehend. Jetzt ist wieder nichts. Jetzt ist es wieder weg, obwohl ich lade. Jetzt ist es wieder da. Wieder weg, oder nicht halbwegs weg. Ja, ich habe jetzt zeigt er mir hier praktisch die Energie an. Ich habe jetzt noch zwei und der dritte blinkt. Der vierte ist schon aus. Ja, also es funktioniert definitiv. Ich kann mein Handy unterwegs damit laden. Das ist für mich jetzt eine ziemliche Erleichterung, da ich oft mein mal vergessen habe zu laden oder durch E-Mails checken und so ziemlich schnell meinen Akku leer habe. Habe ich jetzt immer eine Powerbank mit bei, die ist auch schön schmal. Also das ist ja nicht mal so schlecht, wa? Das ist toll, die ist gummiert. Ja, also die kann ich dann immer mal so eine Seite in die Jacke packen. Der USB-Kabel frisst nicht viel. Ich will mal was testen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier einfach sage, ich nehme den hier. Ne, das ist der große. Ich will mal gucken, ob die hier auch funktionieren. Wenn ich das jetzt hier nehme und einfach mal hier unten an meinem Handy ranklatsche. Es lädt auch. Doch, es lädt. Also da, die kann ich auch nehmen zum Laden. Sind ein bisschen dünn, ein bisschen fipselig. Also ich weiß nicht, ob sie das jetzt auf Dauer machen, weil guck mal, so dass ihr das sehen könnt. Die sind wirklich sehr dünn, sehr klein. Also auf Dauer glaube ich nicht, dass es da so toll ist, aber es macht es auf jeden Fall. Also ich bräuchte rein theoretisch dann nicht mein Ladekabel mitnehmen. Einfach so drin und fertig ist. Ich bräuchte halt nur den Kabel mitnehmen. So, um den da in der Mitte drin zu stecken und den am Zigarettenanzünder und den dann vielleicht unterwegs zu laden. Der Positive ist bei mir jetzt, bei meinem Zigarettenanzünder bzw. beim USB-Adapter, ich kann zwei Geräte benutzen. Das heißt, ich kann mein Handy laden über Zigarettenanzünder, dieses gleichzeitig auch über Zigarettenanzünder laden, falls es unterwegs leer sein sollte und ich zu Hause nicht richtig geladen habe oder was weiß ich. Weiß ich, dass ich es unterwegs laden kann und gleichzeitig mein Handy laden kann. Und wenn ich dann woanders bin und sage jetzt, oh scheiße, jetzt nimmt die Akkuspannung vom Handy zu sehr ab, klatsche ich das Ding ran und ich lege das so neben mein Handy, kann dann immer noch surfen, kann Nachrichten beantworten, kann schreiben, muss ja das nicht großartig bewegen, dann wird der Kabel auch nicht belastet. Also finde ich, also so ist jetzt schon mal eine sinnvolle Erweiterung, das finde ich schon mal toll. Und durch die Gummierung finde ich es auch gut. Ich hätte mir jetzt nur gewünscht, muss ich jetzt so sagen, da wir hier oben diese Kabel, also diese Dinger ja frei haben, seht ihr ja, da die ja frei sind, wenn ich das mir mal so in eine Tasche stecke oder so, komme ich ziemlich schnell fusseln rüber. Also da hätte ich mir sowas wie hier gewünscht, so. Dass man hier vielleicht so ein Gummi, dass hier vielleicht so ein Gummilappen drüber ist, der hier an der Seite verankert ist, wo nicht der, weil hier ist ja der Feuerknopf, würde ich schon sagen, der Energieknopf da, dass man hier auf der Seite so ein Ding verankert hat, dass man das immer so wegmachen kann. Oder hier, oder die drei einzeln, dass man die dann halt weiß, Mensch, wenn ich das in der Jacke habe, da kommt kein Fussel drin, das wäre jetzt halt noch toll gewesen, aber sonst. Das Einzige, was mir jetzt nervt, ist dieses Piepgeräusch. Ich werde das jetzt auf jeden Fall erstmal testen und dann mal gucken, was ich euch denn in der nächsten Zeit dazu sagen kann. Aber erstmal teste ich's. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.